Herzlich willkommen, meine Freunde, bei Let's Play Shakes and Fidget. Obwohl, kann man Let's Play sagen? Ja, ich weiß es gar nicht. Wie man sieht, habe ich schon ein bisschen angespielt, Stufe 22, das ist derzeit mein höchster Charakter. Ich habe hier noch ein paar andere, da kann man ein bisschen rumschalten. Und auf diesen werden wir zocken. Tja, ich werde euch Tipps geben, so viele ich weiß, ihr könnt sehen, wie ich hoffentlich besser werde. Pilze habe ich hier auf diesem User kaum welche. Hier habe ich ein paar, wie man schon sehen kann. Aber ich habe kein Geld ausgegeben für das. Und ja. Ich kann gar nicht sagen, wie oft sowas kommen wird. Es ist auf jeden Fall kein regelmäßiges Projekt, da ich ja nicht so Ewigkeiten aufnehme, so Stunden oder halbe Stunden oder sowas, sondern immer nur so ein bisschen. Und das werden auch längere Parts. Weiß nicht, 10 bis 15 Minuten sowas. Und wir haben auch Gilden. Ich habe auch fast jeden, bis auf diesen habe ich eine andere Gilde. Aber fast jeden habe ich eine eigene Gilde von Freaky Gamers. Da könnt ihr auch jederzeit dabei sein. Da werde ich dann auch immer erweitern und sowas. Ja, so ist das. Ich hoffe, ich kann euch Tipps geben. Ich spiele hier auf Server 17. Hier spiele ich auf Server 14. Hier spiele ich auf Server 10, hier auf Server 19 und hier auf Server 2. Es kommt dann noch der Server Gamona dazu, glaube ich, so heißt er. Und noch andere, die ihr entscheiden könnt. Wenn euch das Projekt gefällt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Vielleicht nehme ich dann auch länger auf, da kommen auch regelmäßige Projekte. Aber vorerst wird so maximal einmal die Woche kommen, vielleicht einmal alle zwei Wochen ein richtig unregelmäßiges, regelmäßiges Projekt. Ja. Ich habe schon zwei Epics hier. Irgendwo hatte ich mal noch eins, aber das habe ich, jetzt keins da. Ja, ich hoffe, jeder kennt Shakes and Fidget. Wenn er es nicht kennt, dann könnt ihr jetzt einfach aufpassen. Shakes and Fidget ist ein Browser-Game, ein kostenloses, komplett kostenloses, wo man als eine Art Comic-Dämon oder Comic-Gnom, Comic-Mensch, Comic-Elf, alles was Comic bei Shakes und bei Fidget als Abenteurer leben darf. Man kann in Dungeons kämpfen, man kann ein mächtiger Krieger werden, man kann die Leute in der Arena besiegen, andere Leute, man kann in der Gilde beitreten, man bekommt ein Reittier und man kann in der Taverne Abenteuer antreten. Tja, so ist das. Wenn wir hier mal auf Taverne klicken, habe ich jetzt nicht mehr ganze Abenteuerlust. Wenn wir hier mal klicken, habe ich hier paar verschiedene. Es kommt ganz darauf an, welche wir nehmen wollen. Wir können wahrscheinlich das nehmen, weil es nicht ganz so lange dauert. Ja. Und man kann halt hier bei Pilzdealer kann man sich Pilze kaufen mit echtem Geld oder mit Angeboten. Zum Beispiel ist derzeit das Osterangebot. Da habe ich mir ein paar Pilze geholt, habe sie aber schon wieder alle ausgegeben für ein paar Sachen aus dem Waffenladen. Hier bin ich ein Krieger und bin bei der leider geil Gilde, wie man sieht. Könnt ihr die zweimal anschreiben, Shadow 2 oder Dave 333, und könnt auch dabei sein. Könnt ihr mal unterstützen. Tja. Gut, gut, gut. Hier kämpft er fleißig, wie man sehen kann. Und auf dem Charakter habe ich hier auch ein paar Sachen hier unten liegen. Zum Austauschen zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel eher auf Glück spielen muss und nicht eher auf Stärke und Geschick, kann ich das austauschen und sowas, aber fast bleibe ich auch bei dem. Ja, so ist das. Ich bin noch nicht ein ganz so guter Spieler. Ich habe vor kurzem erst angefangen und bin jetzt auf Stufe 22, wie man natürlicherweise sehen kann. Ja, so ist das. Das könnte man jetzt tun. Jetzt können wir mal beim Waffenladen vorbeigucken. Gut, was gibt's denn hier so? Wir haben hier Kriegerhandschuhe des Taschendiebs. Ja, ich mache mich auf die Suche nach Epics, obwohl ich die eher selten finde, nur in Dungeons. Man kann jetzt leider nicht in den Dungeon gehen, weil ich jetzt auf Reisen bin und sowas. Das dauert aber nicht mal so lange. Jetzt gehen wir mal hier auf Charakter. Ja, ich spiele auf teilweise offscreen, also ich werde nicht immer, wenn ich zocke, auch gleich aufnehmen. Denn sonst könnte das wirklich ein tägliches Projekt werden. Ja, also gut. Jetzt gehen wir mal auf den
anderen Server. Diese habe ich, jeden einzelnen von denen habe ich erst, mit denen habe ich erst gestern, ja, glaube ich, gestern war das, habe ich mit denen begonnen. Deswegen sind sie auch erst Stufe 5, Stufe 5, Stufe 4 und Stufe 3. Diese hier ist schon Stufe 22. Und das hier ist ein Magier, das hier ist ein Kundschafter, Krieger und das ist auch ein Magier. Wenn wir hier, was können wir hier machen? Ach, jetzt können wir mal in die Ehrenhalle gehen. Haben wir nicht ganz so einen tollen Platz. Gilden, gucken wir mal. Ja, okay, es gibt sogar noch Schlechteres bei uns. Das ist ja schon mal was. Spieler. Hier, gucken wir mal. Das ist der, der über uns ist. Den könntest du mal einladen zur Gilde. Ach nee, nee, nee. Wir werden den angreifen. So sieht's aus. Und so können wir dann aufsteigen. Wie es aussieht, ist der ein bisschen geschickter als ich. Bezweifle aber, dass uns das wehtun wird. Deswegen haben wir auch gewonnen. So. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Ehre gewonnen. Jetzt gehen wir nochmal in die Ehrenhalle. Ja, so mache ich das immer. Und der, der unter uns ist, auf den klicke ich und werde dann in ein Gildeneinladung schicken. Denn die der Schwächeren, die freuen sich. Ich sag mal Schwächeren. Meistens sind sie sowieso besser als ich. Aber manche freuen sich, wenn sie in einer Gilde eingeladen werden. Ich zum Beispiel, als ich damals auf meinen anderen anderen User spielte, vor circa ein Jahr oder sowas, da war Shakespeare Fidget noch ein bisschen anders. Da wusste ich gar nicht, da kannte ich mich gar nicht aus. Da war mein Charakter, glaube ich, erst Level 11 oder sowas maximalst. Und so war das. Und ich lerne auch dauerhaft dazu. Und ja, wenn ich manchmal niesen muss, dann werde ich auch das Mic einfach ausschalten. Da gibt es ein kleines Problem, das macht dann immer so oder so ähnlich. Kommt ein kleines Störgeräusch. Und wenn ich das Mic wieder einschalte, dann kommt wieder so ein. Dann geht es halt ganz normal weiter. Stört ein bisschen, aber egal. Gut, wir haben jetzt gekämpft. Wir werden auch immer, bevor wir beenden, werden wir hier ein bisschen reinhauen. Oder auch nicht. Ich glaube, ich mache das immer privat, also offscreen. Denn ich zocke ja gerne auch ein bisschen länger. Und wenn ich dann abends sage, nee, nee, ich mache jetzt Schluss, kann ich dann mal alles so raufhauen. Und ja. Könnt ihr schätzen, wenn ich in der Schule arbeite und bis 19:56 Uhr, könnt ihr rechnen. Es wäre dann 18:56 Uhr. Ja, so spät ist es jetzt. Ja. Was kannst du denn jetzt machen? Jetzt könntest du hier mal bei der Gilde vorbeischauen. Also das ist halt die Gilde. Wir können ja auch was spenden. Hier können wir nichts spenden. Nee, war klar. In der Taverne werden wir uns erst umgucken. Was nehmen wir da? Das ist das kürzeste. Bekommst du zwar nicht ganz so viel Ehre, aber ich glaube, wir machen das. Das dauert ein bisschen, bekommst du aber viel Ehre. Ja, das ist mein Dunkelelf, glaube ich, ist das. Bei dem gilt dasselbe. Da werden wir auch mal bei der Ehrenhalle vorbeigucken. Den über uns, der wird angegriffen. Wie sieht's da aus? Okay, Geschick ist auch ein bisschen besser und ein bisschen mehr Ausdauer. Das heißt, wir könnten werden verlieren. Ja, okay. Müssen wir hier Ausdauer? Kannst du hier mal raufhauen? Zweimal. Haben wir jetzt ein bisschen mehr Ausdauer. Haben wir zwar nicht mehr so viel Gold, Silber und den ganzen. Das Ganze. Aber egal. Jetzt gehen wir nochmal in die Ehrenhalle. Ihr kennt das ja. Ja, die ist jetzt weiter raufgestiegen. Und ihr kennt das, der, der unter uns ist, der wird jetzt eingeladen. So ist es immer, so mache ich das auch privat bei dem hier. Also bei dem hier machte ich es, als ich eine eigene Gilde hatte mit einem Freund. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Passt gar nichts. Dungeons habe ich noch gar keine freigeschaltet. Hier habe ich. Guck mal, wie viel Dungeon. Ja, okay, ich glaube, zwei habe ich gerade frei. Musste noch ein bisschen machen. Vor es geht ja noch gar nichts. Jetzt gehen wir hier mal in die Taverne. Guckst du auch mal, wo du ein bisschen Ehre abstauben kannst. Das geht. Das dauert so ziemlich gleich.
ähnlich. Ist da so ziemlich gleich. Da bekommst du ein bisschen weniger Ehre, aber dafür ein bisschen Gold. Das machen wir auch gleich. Was will denn die Gilde? Ja, das blinkt dauernd. Ja, nicht wundern. Hier guckst du auch nochmal. Und jetzt will ich mal was gucken. Denn ja, stimmt. Das habe ich gar nicht geglaubt. Ich habe irgendwo gelesen, dass man auf jedem Server andere Reittiere hat. Oh, beruhig dich. Und wie es aussieht, stimmt das auch. Ja, bis. Das könntest du eigentlich jetzt leasen, aber da haben wir wirklich gar nichts mehr. Das ist mir ein bisschen schade. Jetzt gehen wir mal in die Ehrenhalle, ihr kennt das. Das machen wir jetzt die ganze Zeit. Nee, nicht die ganze Zeit. Ja, die ist ein bisschen besser. Ich glaube, wir werden verlieren. Die ist auch eine Stufe höher. Oder der ist halt. Ich habe jetzt nur die Haare gesehen, deswegen glaube ich, das ist sie. Ja, Stärke ist besser. Geschick ist auch besser. Und Ausdauer und Glück auch. Einzige, wo wir ein bisschen besser waren, war Intelligenz. Ja, war ein Krieger. Kannst du nicht viel machen. Aufbauen kannst du jetzt auch nichts mehr. Und hier habe ich, wie man sieht, noch nicht alles. Es kommt auch noch alles. Guck's mal in die Taverne. Ach ja, wir wollen ja noch. Haben wir hier überhaupt schon eine Gilde? Ja, hier haben wir schon eine Gilde. Denn auf den habe ich dann noch keine Gilde, wie man sieht. Muss ich erst machen, da habe ich noch nicht genug Gold gehabt. Gut, jetzt klickst du in die Ehrenhalle. Ihr könnt mir auch sehr gerne Tipps geben. Ich freue mich immer. Ich bin ja selbst noch ein kleiner Noob, aber ich dachte mal, kannst du ruhig ein bisschen aufnehmen. Macht das sicher Spaß. Ich glaube, mach mal das. Und hier. Ach ja, da wollte ich noch in den Waffenladen gucken. Ob es hier irgendwas gibt, was Neues. Stärke. Ich glaube, das können wir sich kaufen, aber das können wir sich noch nicht leisten. Bleiben wir mal in der Taverne, vielleicht bekommen wir da ein bisschen Gold. So, wartet mal schön bitte. Jetzt muss ich mir mal schnell ein bisschen lauter gerade kann sein. Also, ach so, jetzt müssen wir wieder gehen. Ich habe nämlich gerade meine Kopfhörer runtergetan und da war das Mic so fast direkt neben meinem Mund. Das war sicher ein bisschen lauter, aber egal. Die Hexe Lisa werden wir jetzt angreifen. Ist ein bisschen stärker. Was guckst du? Das ist ein Zauberer. Ich glaube, ich bin auch ein Magier derzeit. Okay. Das ist ein Magier. Gut zu wissen. Die hat auch ein paar Tränke. Ja, probieren wir es, würde ich sagen. Die hat ein bisschen mehr Ausdauer. Ja, also die hatten ganz knapp, will ich nicht sagen. Wir haben jetzt nicht mal viel abgezogen. Gerade mal 102 ist jetzt nicht so die Menge. Kannst du auf OK drücken. Ja, da habe ich auch ein paar Sachen hier liegen. Ich kann es ein bisschen aufrüsten, wenn wir bei der Intelligenz ein bisschen. Habt ihr das gehört? Kennt schon wieder jemand. Also hier drin. Das können wir springen. 29 Gold, gut, das passt. Würde ich sagen, bauen wir mal die Stärke aus. Kannst du hier mal in den Dungeon gehen? Wo gehen wir denn hin? Hier müsste ich gegen den Yeti gehen, von hier gegen den Skelettkrieger. Guckst du das mal an? Das muss man sehen. Okay, hier sind Stärke besser. Okay. Ja. Kann sogar sein, dass wir gewinnen. Ja, sag ich doch. Und neues Epic. Das passt doch. Da freue ich mich immer. Werde ich jetzt aber nicht tauschen. Aber ein bisschen Platz wegzumachen, werde ich jetzt den Schnurrbart hier verkaufen. Und noch ein bisschen Platz haben. Ja, verkauft man die zwar jetzt. Passt schon. Ich habe wirklich mal ein Epic verkauft. Das muss ich zugeben. Ich dachte, was ist denn das? Können wir verkaufen. Ja. Ich muss es doch leider beenden, da es alles sonst zu lange wird. Und deshalb, wir sehen uns. Wir sehen uns. Ja, bye bye.